Im Thema 5.2 geht es jetzt um die Ausführung von Geschäftsprozessen. Wenn wir also jetzt qualitativ entsprechend hochwertige Prozessmodelle haben, möchten wir jetzt auch was damit anfangen. Und ein Aspekt, den man unterstützen kann durch Prozessmodelle, ist den unmittelbaren Arbeitsablauf, die Koordination zwischen den Personen, die zusammenarbeiten müssen, beziehungsweise die Koordination zwischen den Akteuren und den Informationssystemen zu unterstützen. Laufen tut es unter dem Titel des Workflow Management. Dieser Begriff hat sich, muss man vielleicht für den Kontext sich bewusst machen, parallel zu dem Begriff des Geschäftsprozessmanagement entwickelt, deckt damit konzeptuell, vor allem in den frühen Arbeiten, die es dazu gibt, ähnliche Aspekte ab, fokussiert aber viel stärker auf die technische Unterstützung der Zusammenarbeit. Also wo das Geschäftsprozessmanagement, die organisationale Perspektive, die betriebswirtschaftliche Perspektive üblicherweise sehr stark einnimmt, nimmt es Workflow-Management üblicherweise eine Arbeitsunterstützungsfunktion oder Perspektive ein, wirkt also bis zu den einzelnen Mitarbeitern runter und soll dabei helfen, deren Koordination zu verbessern, sodass man Arbeit effizienter, effektiver, qualitätsgesicherter in der Organisation durchführen kann. Wir stellen dann gleich nochmal dieses Prozess, diese Geschäftsprozesswelt und die Workflow-Welt in den hinsichtlich der Begrifflichkeiten gegenüber. Wichtig ist, dass dem Workflow-Management zugrunde auch der Geschäftsprozessmanagement-Zyklus, den wir im Themenbereich 1 bereits hatten, zugrunde liegt. Das heißt, wir beginnen mit der Analyse, geht es über in die Gestaltung der Geschäftsprozesse oder hier der Workflows. Dann geht es in die Produktion, da laufen dann unsere Modelle tatsächlich, wie das ausschaut, sehen wir gleich. Begleitend dazu führen wir ein Monitoring durch, kontrollieren also unsere Prozesse, geht es dann ins Prozesscontrolling, das wir uns im nächsten Thema nochmal anschauen. Und auf Basis dieses Monitorings können wir dann unsere Prozesse erneut analysieren und eine neue Verbesserungsrunde einleiten, wodurch wir insgesamt wieder dann diesen Zyklus schließen. Das Workflow-Management an sich wirkt also durch die Ermöglichung von Geschäftsprozessoptimierung auf strategischer Ebene in der Organisation, beziehungsweise auch auf der taktischen Ebene durch die Ermöglichung der Reorganisation ausgewählter Prozesse. Das heißt, ich greife vielleicht nur einzelne Prozesse an, komme durch das Workflow-Management drauf, da gibt es Probleme, oder ermögliche überhaupt erst einmal Unterstützung durch das Workflow-Management. Das wird quasi die taktische Ebene. Wenn wir dann noch eine Ebene weiter raufgehen, weiter zurücksteigen und ein Prozess-Controlling einführen, haben wir prozessübergreifend die Möglichkeit, eine Optimierung innerhalb der Organisation durchzuführen. Das würde man dann als die strategische Ebene bezeichnen. Ziele habe ich schon erwähnt. Ziele des Workflow-Managements: einerseits die Steigerung, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, die Steigerung der Arbeitseffizienz. Das heißt, das Ziel, das wir erreichen wollen, entweder rascher oder mit geringerem Mitteleinsatz zu erreichen, oder mit geringerem Mitteleinsatz zu erreichen, weil rascher wäre dann die Schnelligkeit, gleichzeitig die Qualität der Leistungserstellung entweder zu steigern oder konstant zu halten. Üblicherweise wird dieses Mitteleinsatz, Geschwindigkeit und Qualität in einem Dreieck angeordnet, und ich kann nicht alle drei Faktoren gleichzeitig steigern. Im Wesentlichen ist es immer ein Trade-off, ich kann zwei Faktoren steigern und im dritten wird es darunter leiden. Das heißt, ich kann schneller mit gleichbleibender oder höherer Qualität produzieren. Wenn wir im produzierenden Bereich bleiben, dann wird mir der Mitteleinsatz steigen. Ich kann bei gleichbleibendem Mitteleinsatz die Qualität steigern, indem ich mit der Geschwindigkeit zurückgehe, oder ich kann bei gleichbleibendem Mitteleinsatz die Geschwindigkeit steigern, muss ich mit der Qualität zurückgehen. Oder ich glaube, das waren alle Varianten. Das heißt, ich muss mir immer zwei aussuchen, die ich steigern will, und habe dann irgendwie Einfluss auf den dritten Faktor. Grundsätzlich möchte man mit dem Workflow-Management aber alle drei Faktoren üblicherweise
unterstützen, weil die Rahmenbedingungen nicht gleich bleiben. Ich stelle ja durch das Workflow Management in Wirklichkeit zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Koordinationsressourcen, die sonst einen Mitarbeiter belasten würden, zur Verfügung, habe also mehr zusätzliche Ressourcen und kann damit die Geschwindigkeit oder die Qualität auch steigern. Zusätzlich geht es darum, tatsächlich auch die eigentlich Arbeitenden zufriedenzustellen, denen die Arbeit zu erleichtern, also die Mitarbeiterinnen Zufriedenheit möglicherweise zu steigern, insgesamt flexibler agieren zu können, auf geänderte Rahmenbedingungen in der organisationalen Umwelt flexibler reagieren zu können, beziehungsweise auch die Kundenzufriedenheit natürlich zu steigern, weil wir gleichbleibende Prozessqualität haben, der Ablauf für den Kunden funktioniert immer identisch, unabhängig davon, wer gerade der Ansprechpartner ist, beziehungsweise haben wir durch die mit dem Workflow-Management mitkommende Protokollierung von Abläufen für bessere Übersicht, wer denn wie mit dem Kunden in letzter Zeit oder generell interagiert hat. So, das ist jetzt noch nicht grundsätzlich unterschiedlich zu dem Geschäftsprozessmanagement. Workflow-Management betont nur, dass wir das Ganze mit technischen Mitteln unterstützen würden. Wenn wir jetzt die Beziehungen uns nochmal genauer anschauen, dann liegt über beiden Bereichen, also dem Geschäftsprozessmanagement und dem Workflow-Management, der Begriff des Geschäftsprozesses. Also wir haben den Geschäftsprozess, heißt, in dem ist beschrieben, was denn passieren soll, was denn das Ziel ist und wie wir dorthin kommen. Der ist definiert in einer Prozessdefinition. Das wären jetzt unsere klassischen Geschäftsprozessmodelle, die wir uns in den letzten Themenbereichen angeschaut haben. Diese Prozessdefinitionen, die können bestehen üblicherweise aus Aktivitäten und diese Aktivitäten, und das ist jetzt wieder speziell fürs Workflow-Management relevant, sind manuelle Aktivitäten oder automatisierbare Aktivitäten. Das kennen wir aus der BPMN mit diesen kleinen Icons, die man bei Aktivitäten oder bei Tasks in den Ecken anbringen kann, wo ich kennzeichnen kann, okay, das ist was der Rechner vollständig automatisiert ausführen kann, das ist was vollständig manuell ist, irgendein Produktionsschritt zum Beispiel, oder das ist ein Schritt, der interaktiv in Verbindung mit, also Mitarbeiter und Rechner ausgeführt werden kann, indem irgendwelche Daten zum Beispiel eingegeben werden. Das Ganze kann noch in Subprozesse gruppiert werden, um Abstraktionsschichten einzuführen. Aber insgesamt ist das genau der Bereich, den wir bereits in der Geschäftsprozessmodellierung abgedeckt haben. Jetzt kommt dazu, dass wir mit diesen Modellen ja was machen möchten. Und da kommt jetzt das Workflow-Management ins Spiel. Und ganz konkret kommen da Workflow-Management-Systeme ins Spiel. Das sind technische Plattformen, die mit diesen Prozessdefinitionen arbeiten können, die diese Prozessdefinitionen verstehen, die also konkret, wenn wir auf das Komando denken, diese .bpmn-Files lesen können und daraus eine Ausführungsunterstützung generieren können. Das heißt, die starten einen Prozess und erzeugen damit eine sogenannte Prozessinstanz. Das ist ganz wichtig. Eine Prozessinstanz, der Begriff ist wichtig, den bitte merken, die Prozessinstanz ist eine konkrete Ausführung eines Prozesses. Es können mehrere Prozessinstanzen parallel existieren. Sagen wir, wir haben eine Prozessdefinition, die einen Supportprozess beschreibt. Wenn dann mehrere Supportfälle gleichzeitig reinkommen, dann wird dieser Prozess mehrfach gestartet werden. Diese Prozessinstanzen bestehen dann aus Aktivitätsinstanzen, also wo wir diese automatisierten Aktivitäten haben, die spiegeln sich in der konkreten Ausführung dann natürlich wieder und können daraus konkret Anwendungen am Rechner aufrufen, also zum Beispiel irgendein Formular, irgendein Dokument aufmachen, das ausgeführt werden muss, oder irgendwelche Arbeitsitems der jeweiligen Personalressource, die zugewiesen wird, in die Inbox schmeißen. Also man kann sich das üblicherweise dann so vorstellen, auf der Seite, auf dieser Seite des Workflow-Managements, dass man eine Inbox hat, wie in einem E-Mail-Client, wo die einzelnen Arbeitsaufgaben, also pro Mitarbeiter, und jeder Mitarbeiter sieht in dieser Inbox die Arbeitsaufgaben, die ihm oder ihr
zugewiesen wurden aus den unterschiedlichen Prozessinstanzen oder Workflow-Instanzen, Prozessinstanzen heraus. Das heißt, das Workflow-Management-System managt sämtliche Instanzen, die gerade laufen, weist die verfügbaren Aktivitätsinstanzen dann konkreten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, und die bekommen in ihre Inbox dann diese Aufgabe hineingepusht. Man sieht es dann, das wären also diese Work-Items. Wenn diese Arbeitsaufgaben in Verbindung mit irgendwelchen IT-Werkzeugen durchzuführen sind, dann ist dort üblicherweise auch noch hinterlegt, welche Anwendungen konkret aufgerufen werden müssen oder können. Das heißt, die wird man dann hier direkt aufrufen, direkt öffnen, vielleicht irgendwelche Dokumente schon vorausgefüllt laden, sodass dann unmittelbar die Aufgabe erfüllt werden kann. So hängen also diese beiden Welten, das Geschäftsprozessmanagement und das Workflow-Management, zusammen. Ganz wichtig ist dieser Übergang zwischen der Prozessdefinition, wo wir nur beschreiben, wie ein Prozess grundsätzlich abzulaufen hat im Geschäftsprozessmanagement, und der Prozessinstanz im Workflow-Management, wo es darum geht, jetzt einen ganz konkreten Arbeitsfall durchzuführen. Genau, im Skriptum ist dann noch definiert oder beschrieben, was denn einen Workflow ausmacht. Das ist analog zu dem, was wir aus der Geschäftsprozessmodellierung kennen. Ist jetzt in erster Linie drinnen, dass man die Analogien erkennt. Das heißt, wir möchten, dass einzelne Vorgangsschritte klar abgegrenzt sind. Das heißt, diese einzelnen Tasks, die wir auch aus dem Geschäftsprozess, aus der Geschäftsprozessmodellierung kennen. Wir möchten, dass der Ablauf klar definiert ist, also der Sequence Flow, den wir zum Beispiel aus der BPMN kennen. Wir möchten, dass konkret Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Funktionen, Rollen, Kompetenzen abstrahiert zugewiesen werden. Das heißt, wir schreiben nicht konkret Herr oder Frau Meier hin, sondern wir schreiben hin, wir brauchen einen Sachbearbeiter oder Support-Mitarbeiter, also das wäre die Funktion, und das kann durch konkrete Personen dann hinterlegt werden. Das kennen wir in der BPMN aus den Konzepten der Pools und der Lanes, auch die werden ja so allgemein üblicherweise formuliert. Und was wir in der BPMN üblicherweise eher weniger explizit sehen, was dann hinterlegt werden muss, ist der Datendokumentenzugriff, der hinterlegt wird, sodass der Workflow weiß, welche Daten in welchem Schritt genau verfügbar sind. Grundsätzlich geht es dann darum, bei der Ausführung die beteiligten Personen, also die zugewiesenen Personalressourcen zu einer Prozessinstanz zu informieren, dass neue Aufgaben vorliegen, Notifications, also diese Inbox klassischerweise. Die Synchronisation ist eine Aufgabe der Workflow Engine. Synchronisation oder Koordination in diesem Fall heißt, irgendjemand erzeugt ein Arbeitsergebnis, irgendjemand anderer benötigt dieses Arbeitsergebnis. Die Workflow Engine kümmert sich darum, dass dieses Arbeitsergebnis von der einen zur anderen Person kommt und diese andere Person dann benachrichtigt wird, wann die erste Person fertig ist und nicht beide gleichzeitig dann aufeinander vielleicht noch warten müssen. Und wie verwaltet der Bearbeiter die auszuführenden Tätigkeiten? Das ist die Arbeitsliste. Die Inbox macht beides. Die macht diese Notifications. Gleichzeitig bietet sie eine Liste der anstehenden Tasks an, sodass dann die konkrete Person, die vielleicht in unterschiedlichen Prozessinstanzen involviert ist, weiß, was grundsätzlich jetzt einmal anliegt und sie dann einzelne Arbeitsitems halt rausgreifen kann, die fertigstellen kann, dann dem System bestätigen kann, okay, ich bin jetzt fertig, das ist mein Arbeitsergebnis. System kümmert sich dann darum, dass das in die nächste Inbox weitergeht, beziehungsweise der nächste Task dann ausgeführt wird. Ja, auch hier nach wie vor diese Information, dass im Workflow im Wesentlichen das drinnen, oder in einem Workflow-Modell das drinnen stecken muss, was in einem Geschäftsprozessmodell drinnen steckt. Es muss nur sehr konkret, sehr detailliert beschrieben sein. Auch das kennen wir schon aus der BPMN. Wir können die BPMN sehr abstrakt und sehr vage verwenden, weil wir die Modelle nur dazu brauchen, dass einzelne Personen verstehen, wie denn die Arbeit grundsätzlich funktioniert. Wenn es um die Ausführung geht, muss der Rechner das Modell eindeutig interpretieren können, muss es verstehen können. Dazu müssen wir eine Sprache verwenden, die eine eindeutig definierte Syntax hat, auf das vorangegangene Thema. Bitte zurückdenken, Qualität von Prozessmodellen, syntaktische Ebene, also wo der Sprachumfang
klar definiert ist, die Bedeutung der einzelnen Elemente klar definiert ist und in den Prozessmodellen diese Bedeutung auch konsistent durchgezogen und angewandt wurde. Also ein Modell mit hoher syntaktischer Qualität, basierend auf einer Sprache, die so weit konkretisiert und formalisiert ist, dass sie durch den Rechner interpretierbar ist. Nur dann haben wir einen konkret ausführbaren Workflow. Wenn es vage bleibt, wenn zum Beispiel in einem BPMN-Modell nicht definiert ist, wer eine, also wo eine Nachricht konkret empfangen wird, sondern die Nachricht irgendwie nur beim Pool endet, dann ist unser Prozess unterspezifiziert, nicht eindeutig interpretierbar und kann dementsprechend nicht ohne weitere Verfeinerung direkt ausgeführt werden. Erst wenn dann konkret das Modell, das Verhaltensmodell des Pools hinterlegt wird und dort der Message Flow direkt zum empfangenden Ereignis hingezogen wird, dann kann der Rechner auch wissen, okay, hier, genau hier warten wir auf diese eingehende Nachricht und erst dann geht's weiter und die Daten, die da übermittelt werden, die brauchen wir in den darauffolgenden Aktivitäten. Wenn ein Workflow jetzt ausgeführt wird, wird also eine Prozessinstanz gestartet, dann stellen Sie, bevor wir jetzt dann auf die technische Unterstützung ganz konkret eingehen, noch die Fragen, was wir jetzt, also welche Managementaktivitäten man da jetzt hinterlegt und welchen involvierten Personen man welche Kompetenzen überträgt. Es stellen sich also Fragen, wie und kann man dann technisch unterstützen oder zulassen oder auch nicht, ob bereits abgeschlossene Vorgänge zurückgeholt werden dürfen, wenn sie noch nicht von jemandem anderen bearbeitet wurden. Das ist dann im Wesentlichen eine Compliance-Frage, ob man das im Unternehmen zulässt oder nicht, ob das das Qualitätssicherungsmodell, das man hat, zulässt oder nicht, oder ob es vielleicht eine Freigabe durch einen Vorgesetzten braucht, wenn man das machen möchte. Genauso die Frage, darf man die Annahme von Vorgängen verweigern? Also muss ich mich quasi um alles kümmern, was mir von einem System oder von einem Vorgesetzten zugewiesen wird? Oder kann ich sagen, nein, ich bin überlastet oder nein, ich bin hier nicht kompetent? Kann ich das zurückweisen und das System weist die Aufgabe dann jemanden anderen zu. Und soll es auch möglich sein, zusätzlich parallele Vorgänge zu erzeugen und die weiter zu bearbeiten, oder darf jede Person immer nur mit genau einer Aufgabe beschäftigt sein? Also wollen wir sowas wie Multitasking zulassen für einzelne Personen, oder muss eine Person, bevor sie die nächste Aufgabe starten kann, erst die vorangegangene Aufgabe abschließen? Das wären so Konfigurationsfragen, die sich stellen. Wenn man das entschieden hat, dann kann man so ein Workflow-Management-System konfigurieren und das zum Einsatz bringen, und hoffentlich führt es dann zu folgenden Effekten. Erstens erhöht sich die Prozesstransparenz, das heißt, die Bearbeiter, die konkreten Personen, die im Arbeitsprozess eingebunden sind, sehen, wo ihre Aufgaben herkommen, wo die Ergebnisse hingehen. Das macht das System üblicherweise transparent. Und Routineentscheidungen, die irgendwie in Regeln kodierbar sind, können direkt durch das System getroffen werden und müssen nicht von den Personen getroffen werden. Zum Beispiel sowas wie, es geht eine Reiserechnung oder ein Reiseantrag ein und der verursacht Kosten von mehr oder weniger als 1.000 Euro. Wenn es weniger als 1.000 Euro sind, kann es der Sachbearbeiter selbst entscheiden. Wenn es mehr als 1.000 Euro sind, muss der Vorgesetzte entscheiden. Wäre so eine klassische Geschäftsregel. Das würde normalerweise der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin entscheiden müssen. Wenn ich ein Workflow-System habe, kann ich sobald im Wesentlichen der Betrag im System eingegeben wurde, durch den Antragsteller üblicherweise oder die Antragstellerin, kann ich das im System direkt verarbeiten und an die entsprechende Person, an die entsprechende Rolle, Vorgesetzte oder Sachbearbeiter, weiterleiten. Außerdem ist natürlich die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert, weil das System immer genau Bescheid weiß, welche Aufgabe ist denn schon bearbeitet, ist nur irgendwo Aufgabe liegen geblieben, beziehungsweise weiß das System auch, welche Eingaben, welche Ergebnisse denn zu erwarten werden, welche denn zulässig sind. Können wir uns vielleicht dunkel erinnern, bei der SBPM, bei den Geschäftsobjekten werden zum Beispiel auch Datentypen festgelegt oder Minimallängen für einzugebene Texte oder was auch immer. Bedingungen an die Arbeitsergebnisse, die da hinterlegt werden, die das System prüfen kann und damit die Fehlerwahrscheinlichkeit weiter verringern kann.
Außerdem, dadurch, dass das System idealerweise auch sämtliche Daten sofort zur Verfügung stellt, die man für die Aufgabenbearbeitung braucht und man die nicht suchen muss, kann man die Durchlaufzeiten theoretisch verringern. Insgesamt kann man mehr produktive Arbeitszeit, weniger Koordinationsaufwand, weniger Suchaufwand, unmittelbar mehr produktive Arbeitszeit, die man dementsprechend in Produktivitätsgewinne unter Umständen umsetzen könnte. Außerdem kann ich die Mitarbeiterinnenauslastung besser steuern, weil das System einfach auch einen Überblick darüber liefert. Hat jemand eine übervolle Inbox oder hat jemand gerade freie Ressourcen, dann kann ich Aufgaben vielleicht auch dynamisch umschiften bzw. durch das System automatisiert verteilen lassen. Das alles funktioniert natürlich nur, wenn ich entsprechende Prozessmodelle hinterlegt habe und wenn ich entsprechende technische Unterstützung habe. Und wie diese technische Unterstützung ausschaut, das schauen wir uns jetzt im nächsten Abschnitt an, wo es um Workflow-Management-Systeme geht. Da sind jetzt einiges an Grafiken drinnen. Ich werde mich wieder wie üblich an den Grafiken entlanghandeln. Grundsätzlich arbeiten die Workflow-Management-Modelle oder die Workflow-Management-Systeme mit Modellen, die sehr ähnlich jenen sind, die wir in der Geschäftsprozessmodellierung oder im Geschäftsprozessmanagement erstellen. Wichtig ist aber, dass mindestens folgende Information hinterlegt ist. Wir haben also die Workflow-Definition, das wäre das Prozessmodell, die besteht aus Aktivitäten üblicherweise und diesen Aktivitäten sind Rollen zugewiesen. Das heißt, wir wissen nicht nur, was zu tun ist, sondern auch, wer grundsätzlich dafür verantwortlich wäre. Außerdem sind üblicherweise Daten zu diesen Aktivitäten hinterlegt, also was dort verarbeitet werden soll und, haben wir vorhin schon gesehen, falls notwendig auch Anwendungen, mit denen diese Arbeiten, mit diesen Daten manipuliert werden. Außerdem gibt es Abschlussbedingungen, das sind diese Regeln, die hinterlegt werden können, mit denen ich basierend auf den Daten, die generiert wurden, entscheiden kann, mit welcher Aktivität geht es weiter, kann ich überhaupt schon weitermachen, gegebenenfalls Entscheidungen treffen, welche Aktivität jetzt als nächster aufgerufen wird. Das ist also ein ganz grundlegendes Workflow-Management-Metamodell. Das kann man nur beliebig verfeinern. Es gibt die sogenannte Workflow-Management-Coalition. Das ist ein Industriekonsortium, das sich sehr stark mit der Standardisierung von Workflows auseinandergesetzt hat. Von denen stammt dieses detailliertere Metamodell, wo wir hier wieder die Prozessdefinition haben, wo es unterschiedliche Prozesselemente gibt, Prozessaktivitäten, Splits and Joins, unterschiedliche Aktivitätstypen, manuelle Aktivitäten, automatisierte Aktivitäten, dann hier herunten, also das ist die Prozessdefinition, das wir jetzt gesehen haben. Hier herunten haben wir die Instanzebene, hier heroben haben wir die organisationale Ebene, das heißt, wo festgelegt wird, welche Policies, welche Ziele denn einem Prozess zum Beispiel zugrunde liegen, welche Rollen es in der Organisation überhaupt gibt. Und hier herüben haben wir die technische Ebene, in der beschrieben wird, wie denn diese Prozessdefinition dann konkret ausgeführt wird. So, wo wir die Instanzenebene da über das Work-Item koppeln, wo wir die anderen beiden Ebenen über die Prozessrollen und die konkreten Personen koppeln. Und zwar, dass wir einen Workflow-Participant haben, der ein Work-Item hat über die Worklist, dann mit dem System, mit der Workflow-Application in Verbindung steht. Das aber nur quasi fürs generelle Verständnis, das ist noch nicht wirklich konkret zur Ausführung, aber das sind nur die Begrifflichkeiten, die relevant sind oder die einzelnen Aspekte, die zu berücksichtigen sind beim Workflow-Management-System. Konkreter wird es dann hier. Diese Grafik beschreibt jetzt auch wieder was ich ohnehin vorher schon mal beschrieben habe beim Zusammenhang zwischen Workflow, zwischen Prozessmodellen, Prozessdefinitionen und Prozessinstanzen. Das haben wir hier nochmals dargestellt. Wir haben also irgendwo
zur, und das ist die Unterscheidung, die jetzt hier neu ins Spiel kommt, die zeitliche Entscheidung, zur sogenannten Build Time, wo wir das System konfigurieren, wo wir es bauen, den Zeitpunkt, wo wir die Prozessdefinition erstellen durch die Geschäftsprozessanalyse und Modellierung. Da fällt raus die Prozessdefinition und mit der geht es dann über in die Runtime, also in die Ausführungszeit. Jetzt wird konkret der Arbeitsprozess unterstützt. Diese Prozessdefinition geht ins Workflow Enactment Service, also in die Workflow-Ausführung, das Workflow-Management-System. Und dieses Workflow Enactment Service, das interagiert dann einerseits mit den Anwendungen, die benötigt werden, mit den Informationssystemen, die benötigt werden, andererseits auch mit den Akteuren, die involviert sind über diese Arbeitslisten. Wenn es hier zu Erkenntnissen kommt darüber, dass der Prozess irgendwie inadäquat ist, kann es dazu kommen, dass hier Prozessänderungen in die Prozessdefinition zurückgeführt werden. Üblicherweise liegt aber eben da dahinter, haben wir vorher schon beschrieben, der Zyklus aus Analyse, Modellierung, Ausführung, Monitoring und dann erneut Analyse. Genau. Also diese Grafik ebenfalls merken, vor allem diese Unterscheidung zwischen Build und Runtime haben wir vorher noch nicht gehabt, die ist hier wichtig. Wie schaut so ein System jetzt aus Sicht der einzelnen Komponenten aus? Wir gehen also jetzt einen Gesamtüberblick über Workflow-Management-Systeme, die sowohl zur Build-Time als auch zur Runtime unterstützend wirken sollen. Wir haben also das, was vorher das Enactment Service war, hier im Zentrum, das ist der gestrichelte Rahmen. Und da gibt es die einzelne Workflow Engine, das ist das Teil, das konkret für die Ausführung verantwortlich ist. Der basiert oder die arbeitet mit den Prozessdefinitionen, die wir aus irgendeinem Definitionswerkzeug, also zum Beispiel einem Modellierungswerkzeug, bekommen. Dahinter liegt ein Organisationsmodell, dass wir also wissen, welche Rollen in der Organisation gibt es denn überhaupt. Und die Workflow Engine holt sich also die Prozessdefinition, wann eine neue Prozessinstanz ausgelöst wird, holt sich die Rollendefinition, sieht dort, welche Personalressourcen konkret hinterlegt sind und startet dann eine neue Prozessinstanz. Dazu gibt es natürlich Kontrolldaten. Wir wollen wissen, wo steht diese Prozessinstanz gerade, wo steht der Workflow, wer ist involviert, wie lange hat das gedauert. Das wären klassische Kontrolldaten. Und die Workflow Engine kümmert sich dann darum, dass diese Prozessinstanz durchläuft. Dazu erzeugt sie relevante Daten oder dabei erzeugt sie relevante Daten in den einzelnen Schritten. Die einzelnen Schritte spiegeln sich in den Arbeitslisten der konkreten Personen wieder. Diese Arbeitslisten, die fallen in eine Applikation, die sich Worklist Handler nennt. Das wäre jetzt diese Inbox, die wir hatten, die ich erwähnt gehabt habe, die über User Interface mit den konkreten Personen interagiert. Über die in der Prozessdefinition hinterlegten notwendigen Applikationen werden automatisiert ausführbare Tasks ausgeführt oder interaktive Tasks durchgeführt, indem diese Applikationen aufgerufen werden über das User Interface. Im Hintergrund liegt dann die konkrete Datenbank, wo die Datenbasis, wo die Daten, die im Workflow erzeugt werden, gespeichert wird. Und aus den Applikationen werden die jeweils relevanten Workflow-Daten aktualisiert. Das heißt, die sind eigentlich in der Datenbank hier abgelegt, werden aber davon während der Ausführung des Workflows von der Workflow-Engine verwaltet. Überwachen tut das Ganze ein Supervisor, wo also Administration, Kontrolle, Monitoring noch involviert ist. Zusätzlich kann es eine Zwischenebene geben, eine taktische Ebene, wo zum Beispiel ein Manager drauf schauen kann, ob die Arbeitslast gleich verteilt ist, vielleicht Tasks umschieben kann, die nicht automatisch zugewiesen werden konnten oder die vielleicht suboptimal zugewiesen worden sind. Beim Supervisor geht es eher darum, den technischen Ablauf des Systems zu überwachen. So, das mal grundlegend die Komponenten einer Workflow Engine und ihre Schnittstellen nach außen. Also die Workflow Engine oder das Workflow Management System, das Workflow Enactment Service, lauter Synonyme, das ist dieser strichelierte Bereich in der Mitte hier.
Alles andere sind Werkzeuge, die dann durchaus zum gleichen Werkzeugbaukasten dazugehören können. Also Workflow Engine kann durchaus mit einem Modellierungswerkzeug kommen, die aber grundsätzlich nichts mit der Ausführung an sich zu tun haben. Das heißt, da gibt es Schnittstellen nach außen. Und auch das ist durch die Workflow Management Coalition dann nur einmal beschrieben. Wir haben also jetzt einfach zusammengeklappt, dieses Modell. Mal sagen, wir haben im Kern die Workflow Engines, das Workflow Enactment Service, wo also die konkrete Ausführung der Prozessinstanzen abläuft. Und dann gibt es insgesamt 5 Interfaces, mit denen diese Workflow Engine interagieren kann. Und das kann jetzt ein Interface zu externen Anwendungen sein, das kann ein Interface zu Werkzeugen des gleichen Herstellers sein, das spielt keine Rolle. Aber konzeptuell muss man unterscheiden zwischen dem Kern, der Workflow Engine an sich, und den Werkzeugen, die rundherum angesiedelt sind. Interface 1 ist das Interface, über das die Prozessdefinitionen reinkommen. Also da liegen die Prozessdefinitionswerkzeuge dahinter. Interface 2 ist das Interface, über das Benutzerinteraktion abgewickelt wird. Das heißt, hier liegen Workflow Client Applications dahinter. Das wäre also dieses Teil, das die Worklist übernimmt und auf ein User Interface darstellt. Interface 3 ist dann das Aufrufen von Applikationen. Das kann jetzt sein, dass man irgendwelche Applikationen vollständig automatisiert ablaufen lassen kann. Das können auch Applikationen sein, die dann interaktiv mit dem Benutzer interagieren. Zum Beispiel irgendwelche Formularsysteme oder die halt Dateneingabe erwarten. Interface 4 haben wir vorher nicht gehabt in der vorhergehenden Grafik, ist die Idee der Workflow Management Coalition, dass man die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Workflow Engines herstellt. Wir kennen diese Idee aus der BPMN, wo ja in der Unterscheidung von Pools dahinter liegt, dass man vielleicht dort unterschiedliche Workflow-Engines, unterschiedliche Informationssysteme dahinterliegen haben und diese explizit koppeln müssen. Deswegen gibt es da diese Message-Flows, die ja nur lose koppeln, wo es keinen durchgängigen Sequence-Flow dann gibt. Das ist hier auch die Idee, wir sind beim Interface 4. Es soll also eine Schnittstelle geben, wo man aus einem Workflow den Kontrollfluss an eine andere Workflow-Engine übergeben kann. Zum Beispiel zu einem Kunden, zu einem Lieferanten, was auch immer, über die Grenzen des eigenen Workflow-Management-Systems hinweg. Und letztendlich das Interface 5, wo Administration und Monitoring abgehandelt wird, wo es also Werkzeuge gibt, die auf das, was in der Workflow-Engine passiert, draufschauen können, wie viele Instanzen laufen gerade, welche Instanzen laufen gerade, wie sind meine Ressourcen ausgelastet. Das wird man alles mit Administration und Monitoring-Tools erkennen. Auch hier bitte, die Interfaces sollte man sich irgendwie im Hinterkopf behalten, weil die konzeptuell ganz gut beschreiben, was man für ein Workflow-Management-System in der Gesamtheit alles benötigt. Ja, das ist dann hier nochmal im Detail beschrieben, diese einzelnen Interfaces. Und dann haben wir es im Wesentlichen. Nur einmal zusammengefasst, was ist Workflow-Management? Diese Grafik zeigt das ganz gut. Im Workflow-Management möchten wir im Wesentlichen automatisiert, das heißt IT-gestützt, Geschäftsprozesse, das ist unser Kontext, aus dem wir herkommen, koordinieren und kontrollieren. Die Koordination ist das, was der Kern des Workflow-Managements ist, also über die Worklists, über diese Aufgabenlisten, die einzelnen involvierten Personen so abzustimmen und denen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihre Arbeit besser durchführen zu können oder überhaupt durchführen zu können. Und Kontrolle, das wäre das Monitoring, wo wir dann schauen, wer darf überhaupt zugreifen. Gibt es irgendwelche Probleme in den Workflows, die wir korrigieren müssen? Gibt es irgendwelche Ressourcenprobleme, Bottlenecks? Hängt irgendein Workflow irgendwo, kann der nicht weiter ausgeführt werden? Das möchte man erkennen können. Wie diese Erkennung funktionieren kann, ist Gegenstand des sogenannten Prozess-Controllings auf operativer Ebene. Prozess-Controlling werden wir im nächsten Thema gleich sehen, kann man auf operativer Ebene und auf strategischer Ebene durchführen. Auf operativer Ebene geht es genau um diese Aspekte. Üblicherweise definiert man sie dazu Kennzahlen und wie diese Kennzahlendefinition funktionieren kann, was Prozesskennzahlen überhaupt sind, das ist jetzt Gegenstand
des nächsten und auch letzten Themas in der Vorlesung PKM.